Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video mit dem Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Du hast es sicherlich selber schon erlebt. Du bearbeitest deine Fotos und stellst dann fest beim Bearbeiten, dieses eine Foto sieht in Farbe irgendwie so ein bisschen mau aus, aber in Schwarz-Weiß kommt es richtig toll raus und bearbeitest es dann in Schwarz-Weiß. Aber oft spielt da der Zufall eine Rolle. Und wie toll wäre es, wenn du diese Fotos nicht mehr zufällig machen würdest, sondern ganz bewusst. Ich gebe dir heute meine 10 besten Tipps an die Hand, wie du solche Fotos ganz bewusst machen kannst und keinen Zufall mehr brauchst. Mein erster Tipp: Nutze die Live-View deiner Kamera und mache ganz bewusst Schwarz-Weiß-Fotos. Such dir einfach mal einen Tag, wo du sagst, heute fotografiere ich nur in Schwarz-Weiß und gar nichts in Farbe und stelle deine Kamera so um, dass du das Bild auch gleich in Schwarz-Weiß siehst, also im Sucher oder im Bildschirm. Die meisten Kameras haben die Möglichkeit dazu, weil dein Auge stellt sich plötzlich auf eine ganz neue Situation ein und nimmt Formen und Licht, Schatten, Texturen, Konturen ganz anders wahr als vorher. Und du hast gleich beim Fotografieren eine Idee davon, wie dein Foto auch tatsächlich nachher aussehen wird. Und falls du unsicher bist, wo diese Einstellung sich bei deiner Kamera befindet, schau einfach in der Bedienungsanleitung nach oder google es. Bei der Sony A7 III versteckt sich die Schwarz-Weiß-Funktion im Menü. Und wenn ich jetzt 12 Seiten durchscrolle, dann komme ich bis zum Kreativmodus. Der versteckt sich hier. Und hier habe ich die Möglichkeit, zwischen Schwarz-Weiß und Farbe hin und her zu wechseln. Man kann sich die Funktion auch auf seine Favoriten legen. Die findet ihr hier rechts oben. Ich gehe da mal kurz hin. Da habe ich mir das nämlich abgelegt und dann komme ich da immer ganz schnell auf diese Funktion. Man kann es aber auch auf die C-Tasten legen. Es funktioniert genauso gut und dann kann man immer schnell wechseln zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Mein zweiter Tipp ist, fotografiere in RAW. In RAW kannst du einfach so viel mehr machen, hast so viel mehr Kontrolle über dein Foto. Und gerade in der Schwarz-Weiß-Fotografie ist es wichtig, da wirklich die volle Kontrolle zu haben, weil du kannst einfach deine Schatten vielleicht noch mehr absenken und du kannst aber auch helle Bereiche nochmal aufhellen oder nochmal dunkler machen. Es kann dir auch mal passieren, dass du für einen Kunden gearbeitet hast und hast ein Bild in Schwarz-Weiß entwickelt und er wünschte sich nachher doch noch in Farbe. Und dann ist es gut, wenn du in RAW fotografiert hast und kannst ihm das Bild nochmal neu entwickeln tatsächlich. Trainiere deine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ganz bewusst. Such dir einzelne Tage, wo du sagst, nur in Schwarz-Weiß fotografieren, nichts anderes. Oder mach das mal eine ganze Woche lang. Je öfter du das machst, desto mehr gewöhnt sich dein Auge daran und du lernst, mit solchen Schwarz-Weiß-Situationen umzugehen und kannst gedanklich auch schnell umschalten, auch wenn du in Farbe gerade fotografierst. Wir Fotografinnen und Fotografen scheuen ja normalerweise die Mittagssonne wie der Teufel das Weihwasser. In der Schwarz-Weiß-Fotografie spielt es keine Rolle, weil da wirklich harte Schatten und krasses Licht wirklich ganz tolle Effekte geben können. Und auch schlechtes Wetter ist super. Im Himmel finden sich viel mehr Kontraste. Regen auf den Straßen gibt Texturen, Nebel trägt zur Stimmung bei. In Schwarz-Weiß kannst du einen Look kreieren, den es in Farbe so einfach gar nicht gibt. Und wenn die Tage grau und nass sind, dann nutze sie wirklich ganz bewusst für einen reinen Schwarz-Weiß-Fotografietag. Wenn dich das Thema Fotografieren bei schlechtem Wetter interessiert, dann schau gerne mal auf meinen Blog, da habe ich noch meinen Blogbeitrag dazu und ich werde aber auch noch mal ein Video dazu machen. Achte auf Texturen. In Schwarz-Weiß wirken Texturen ganz anders als in Farbe und mit dem richtigen Licht kannst du das auch wirklich nochmal verstärken. Also such dir interessante Texturen wie zum Beispiel Stein, Kopfsteinpflaster, Hauswände, aber auch bestimmte Kleidung an Menschen mit Textur, Wolle und auch Regen kann für ganz, ganz tolle Texturen auf dem Boden sorgen. Linien und Formen wirken in Schwarz-Weiß einfach so viel interessanter, weil man sich ja ausschließlich darauf konzentriert. Also achte darauf, dass du in deine Fotos Linien und Formen wirklich immer in die Bildkomposition mit einbeziehst. Es kann alles Mögliche sein, zum Beispiel Treppengeländer, Rolltreppen, alles, wo es eine Linie gibt. Kontraste, Licht und Schatten sind das A und das O in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Und davon darf es auch gerne ein bisschen mehr sein. Also harte Schatten, starke Kontraste, krasses Licht, das gibt tolle Fotos. Und je mehr du dich damit beschäftigst und mit Licht und so weiter auseinandersetzt, desto mehr hilft dir das dann auch in der Farbfotografie. Vignetten sind toll und damit kann man einfach den Blick des Betrachters wirklich auf das Motiv ziehen, wo man ihn auch gerne hätte. Und gerade in der Schwarz-Weiß-Fotografie gibt es halt ganz, ganz tolle Effekte. Ich finde, man sollte sich entscheiden, ob ein Foto in Farbe oder in Schwarz-Weiß gemacht wird. Ich erlebe immer ganz viele Leute auf Instagram, die sinngemäß schreiben so, ja, was findet ihr besser? Findet ihr es in Farbe oder Schwarz-Weiß besser? Und posten dann zwei Variationen des gleichen Fotos. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich denke mir dann so, der Fotograf oder die Fotografin hat sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht, als er oder sie das Foto geschossen hat.
was es nachher werden soll. Also wahrscheinlich in Farbe geschossen und dann halt mal beides entwickelt. Ich entscheide mich immer für eines. Mache ich ein Foto in Schwarz-Weiß, dann bleibt es auch in Schwarz-Weiß. Also auch gerade, wenn ich auf einer Hochzeit zum Beispiel ein Foto in Schwarz-Weiß zur Verfügung stelle, dann ist das ein Schwarz-Weiß-Foto und ich schicke nicht zwei Versionen davon an meine Paare. Wünscht sich ein Kunde oder eine Kundin natürlich später dieses Schwarz-Weiß-Foto doch in Farbe, dann ist es kein Thema, dann mache ich das natürlich. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich nehme es aber trotzdem nochmal als separaten und damit letzten Tipp auf. RAW. Immer in RAW fotografieren. In RAW sind alle Bildinformationen enthalten, auch die Farbe und du hast alles selbst in der Hand. Ganz wichtig finde ich, es reicht nicht, dem Foto nur die Farbe zu entziehen. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also man muss mit den Kontrasten, Schatten, Helligkeit, Tiefen spielen und einfach schauen, was zu diesem Bild passt und was da gut aussieht. Über- oder Unterbelichtungen sind in der Schwarz-Weiß-Fotografie durchaus in Ordnung. Wenn man die Schwarzwerte herunterregelt, dann kann man oft auch Dinge ausblenden, die einfach unwichtig sind. Ich verwende gerne auch Körnung in meinen Schwarz-Weiß-Bildern, einfach weil ich es mag und weil ich mag so diesen Retro-Look. Spiele mit den Reglern und wenn dir dein Ergebnis gefällt, dann speichere dir das gleich als Preset ab und dann kannst du es beim nächsten Mal wieder verwenden und einfach nochmal entsprechend anpassen. Mein Fazit zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Also ich finde, Schwarz-Weiß-Fotografie macht mega viel Spaß, wenn man es bewusst macht und es kann deine Fotografie wirklich auf nochmal ein höheres Level auch bringen, wenn man ein paar Dinge im Hinterkopf behält. Also auf Kontraste, Formen, Schatten achten und lernen bewusst damit umzugehen und vor allem mit dem Licht auch umzugehen. Und fotografiere wirklich bewusst in Schwarz-Weiß. Stell deine Kamera um, mach mal einen Tag lang wirklich nur Schwarz-Weiß-Fotos. Und ich glaube, du wirst ziemlich begeistert sein von dem Ergebnis dann. Ich hoffe, meine Tipps zur Schwarz-Weiß-Fotografie konnten dir ein bisschen weiterhelfen und haben dir vor allem ganz viel Lust gemacht, jetzt rauszugehen und ganz tolle Schwarz-Weiß-Fotos zu machen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Like da lässt, aber auch auf deinen Kommentar. Vielleicht hast du ja noch ein paar andere Anregungen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir ein Abo auf meinem Kanal da lässt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.